Die sind nur Produktknappheit. Marketing muss noch höher. Oh ja, 44. Aber das können wir erstmal so laufen lassen. Wie gesagt, ist mir aktuell noch ein bisschen zu teuer. Ich wollte jetzt eigentlich mal wissen, wann wir das Ding gegründet haben. Sind das schon 7 Tage? Unternehmen eröffnet. Alles ist knapp hier, Alter. Was ist los? Das heißt, die Preise steigen zum Einkauf. Geschenkladen. Das ist doch noch keine 30 Tage her, Alter. Was ist hier los? Immobilien. Wo kann ich das denn sehen? Zeitplan, Inventar und Preise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, also müssten wir jetzt noch einen Tag warten, damit wir damit arbeiten können, damit wir das uns zumindest schon mal liefern lassen können in unser Lagerhaus. Weil dann würde ich jetzt nämlich noch ein Palettenregal holen. Zur Sicherheit. Und ich habe nicht gegessen, weil ich doof bin. Beziehungsweise, wir können ja dann eigentlich erstmal gucken, wie voll das hier ist. Na, ich glaube, wir brauchen doch kein Palettenregal. Wir können uns das Geld nämlich sparen. Dann müssen wir jetzt noch einen Tag warten und dann können wir gucken, wie viel wir brauchen. Und dann brauchen wir nämlich, kriegen wir das noch ein bisschen günstiger, die Klamotten, und können das direkt aus unserem Lager rausholen. Huch, da war ein Briefkasten im Weg. Das ist mir aber peinlich, das ist mir noch nie passiert. Ist das euer Ernst? Bitte fahrt weg. Bitte, 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 bitte. Bitte fahre weg. Ich sehe nichts so Gutes, dass du hier fahre. So, ich finde aber, wir hören dann auch langsam aber sicher aus. Ich würde zur Feier des Tages zum Abschluss dann nochmal 3 Minuten Werbung schalten. Nach der Verabschiedung. Und dann den Stream ausklingen lassen. Es ist schon echt spät. Ich muss auch noch ein bisschen schlafen. Ich wollte morgen Abend auch wieder streamen, aber dann nicht so extrem die ganze Nacht durch. Das geht morgen nicht. Was wollte ich jetzt? Was essen? Essen. Und dann können wir uns eigentlich hinlegen, ne? Mach erstmal bis da. Ja, okay. So, City Workforce. Personalleiter 28% und Mehrzweckstuhl will der. Uff, ich hätte gerne einen, der dem Kühlschrank reicht. Damit wäre ich zufrieden. Und noch eine Reinigungskraft. Reinigungskräfte brauchen wir aber nicht mehr, ne? Können wir die Kampagne abbrechen? Ich glaube schon, ne? Aber anscheinend nicht mehr jetzt. Weil Reinigungskräfte brauchen wir nicht mehr. Dann legen wir nur mal hin. So, bis da. Ja, meldet euch ruhig, alle krank. Schön, dass da keiner arbeitet. Das ist ja richtig toll. Zeitplan. Wie kann es denn sein, dass da jetzt keiner arbeitet? Um 9.17 Uhr. Also Ellen und Libby, weil sich beide krank gemeldet haben, ne? Ellen Bailey und Libby Walker. Ellen Bailey und Libby Walker, natürlich, beide zur selben Zeit krank. Wenn denen was nicht passt, aber ist doch alles gut. Zufriedenheit ist 100 und das hier passt ja auch alles. Und bei ihm ja genauso. Also sehe ich irgendwie nicht. Was habe ich jetzt gerade geguckt?
mich raus. Ach genau, ich wollte die Kampagne für das Dingens beenden, ne? Da. Kampagne verwalten. Reinigungskraft. Kann weg. Jetzt haben wir noch Kundendienst. Hä? Raven 1983 Eil. Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank fürs Followen. Läuft das jetzt noch oder nicht? Kundendienst. Ja, läuft noch, okay. Und hier haben wir nur Personaler, oder? Ja, okay. So, jetzt haben wir so viel Geld. Jetzt können wir eigentlich mal gucken, wie das hier aussieht mit den Verkäufen im Bekleidungsgeschäft. In 7 Tagen. Zahlen. Ja, ja, jetzt machen wir aber erstmal die Lieferung. Dann zahlen wir ab. Okay, dann können wir zumindest schon mal billig einkaufen. Dafür haben wir schließlich einen zweiten Einkäufer bestellt. So, wir brauchen moderne, preiswerte Herrenbekleidung. In 7 Tagen haben wir so viel. 110 und moderne haben wir 104. Also würde ich das fast so lassen. Oder beides auf 250. Na, überall 200, dann kommen wir über die 2000 nicht, glaube ich. Deswegen habe ich bei dem einen... Ja, dann sind wir unter 2000. Warte mal, mache ich mal hier 225. 325. Dann sind wir ein bisschen drüber, das ist gut. Und das dann alle... 7 Tage müsste ja reichen. Bestellen. So. Dann kommt das nämlich auch. Dann müssen wir das erstmal nur noch vom Dingens zum Dingens liefern. Und mehr Regale. Aber von allem. Also alle Klamotten oder was? Oder wie meinst du das jetzt? Aber jetzt noch mehr Regale kaufen? Das bringt doch eigentlich jetzt nichts, oder? Ich meine, klar bringt das mehr Geld. Mehr Sortiment, mehr Kunden. Ja, aber es geht ja trotzdem nur das Gebäudelimit durch, ne? 30. Ja, okay, wir sind bei 22 pro Tag. Das ist jetzt nicht so viel. Okay, da könntest du vielleicht recht haben. Dann brauchen wir noch ein paar Kleiderständer. Na. Oh, hier ist alles dicht geparkt. Ist das euer Ernst? Da hinten ist was frei oder halt hier. Oh, warum muss denn hier alles zu sein, ey? Ah, dann brauchen wir auch wieder 3 Stück, ne? 1, 2, 3. Hä? Dann brauchen wir auch wieder 3. Ja, okay, dann nehmen wir erstmal nur eine Sorte noch mit dazu. Aber dann können wir die eigentlich auch gleich mitliefern lassen. Warte mal, dann lass uns eben gucken, was noch geht, klamottentechnisch. Hm,
Moderne, teure, klassische, teure. Klassische, teure Herrenbekleidung. Klassische, teure Herrenbekleidung. Stimmt, stornieren. Klassische, teure Herrenbekleidung. Dann machen wir da von jedem 200. Und dann 5, 8. Alle 7 Tage. Ist kein bestimmtes Lager. Achso, hoch. So, Kaffeeburger. Bestellen. Machen wir klassische Tour. So. Ja. Haben wir gemacht. Dann Regale reinräumen. Dann müssen wir auch bald schon wieder tanken. So, wir machen jetzt aber nur noch die Regale hier rein und dann ist Schluss für heute. Weil dann reicht's wirklich, Alter. Dann sind wir seit 14 Stunden. Ich glaube, ich kann morgen gar nicht mehr reden, Alter. Ja, ach, wie kommst du denn darauf? Ich sag ja, über 14 Stunden jetzt hier. Ich bin seit 9 Uhr bin ich wach. Ungefähr. Und heute streamen wir tatsächlich nur so lange, weil ich seit gestern Affiliate bin. So, zur Feier des Tages, ne? Oh, was war das jetzt? Irgendwas teurer auf jeden Fall. Klassische teure Herrenbekleidung war das, glaube ich, ne? Ich guck nochmal. Ich meine, das war aber klassische teure Herrenbekleidung. Klassische teure Herrenbekleidung, jawohl. Also richtig. So, eins. Zwei. Klassische teure Herrenbekleidung. Und. Den mache ich dahin, so. Klassische teure Herrenbekleidung. Wie sieht denn das hier aus mit dem. Okay, die Innenausstattung ist okay. Aber da fehlt bestimmt. Da fehlt bestimmt die Umkleidekabinen, ne? Die können wir aber am nächsten. Die können wir jetzt ja am nächsten Tag holen. Und das ist gut. Da kommt sie. Da kommt meine Frau und guckt ganz. Guckt so dirty, wie unser Sohn sagen würde. Was guckst du dirty? Was? Ja, ich wollte jetzt gleich aufhören. Was? Hast du ihm gesagt, ich hole ihn ab? Wieso? Ja, musst du mir doch auch sagen, dass du ihm das gesagt hast, Mann. Ja, hallo, wenn dann volles Mett, ne? Hab ich dir doch gesagt. Nö. Guck mal da. Und da. Alter, heute ging schon wieder richtig ab hier. Voll geil. Bitte? Warte, nimm mal deine Haare weg, sonst sehe ich das nicht. 10 sind das da. Da oben habe ich es ausgeblendet, damit mich die Zahl nicht irre macht. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Mein Vibe ist hier, ist wach geworden. Ne, sind 10. Kannst mal sehen. Die sind gerade alle wieder aufgestanden. Oder die meisten sind wahrscheinlich eingeschlafen. Und deswegen läuft das weiter. Also Umkleidekabinen meinst du, brauchen die nicht? Wegen, ich hätte jetzt gedacht, wegen Dingens hier. Wegen, Innenausstattung. Das hilft ja meistens. Aber dann brauchen wir eigentlich nichts mehr, oder? Außer ein bisschen Spaß. Nö, okay. Gut, dann lassen wir das. Boden und Wände. Okay, dann machen wir noch Boden und Wände und dann ist aber Schluss. Ich hoffe, unsere Lieferung passt rein. Ja, nice. Cool. Hat alles reingefasst.
Und jetzt hat sich Libby krank gemeldet. Lass mich egal. Libby ist mir egal. Okay, dann gehen wir mal Boden und Wände einfärben. Standard ist ja eh immer scheiße. Ja, immer noch schön plus, das ist gut. Brauchen wir halt nur noch einen Personaler, ne? Und noch einen Kundendienstler. Was machst du da, Troller? Was? Achso. Also ich kann... Soll ich Knubi denn gleich holen, oder was? Ja, aber dann muss ich aufs Sofa gehen, weil du hier so rumschnarchst. Dein Kind schnarcht ja auch schon wie Hölle mittlerweile. Ja, aber dann bleibst du auf dem Sofa. Ist das Wand? Oh ja, das passt eigentlich, ne? Gucken, was das kostet nachher. Boah, 4000, Alter, das ist aber teuer. Das will ich nicht. Das ist mir zu viel. Machen wir erstmal irgendeinen billigen Scheiß daran. Und dieser billige Boden. Den hier. Dreieinhalb schon. Nächster Stream ist dann... Heute ist Dienstag, ne? Also jetzt ist Dienstag, also heute Abend. Ich denke mal so... Irgendwo zu, um 17 Uhr um den Dreh. Aber bei weitem nicht so lange. Maximal bis um 10 oder 11 oder so. Weil meine Frau muss hier wieder arbeiten. Heute Nachmittag. Und dann ist mein Sohn hier. Alter Schwede. dann kann ich nicht so lange, weil sie muss die ganze Woche arbeiten. Also so ungefähr 17 Uhr bis wahrscheinlich um 10. Und so wird sich das dann bis zum Wochenende auch wieder ziehen und auch in den nächsten Wochen so bleiben, weil ab nächste Woche muss ich auch wieder arbeiten. Deswegen, ja, alles gut so. So, dann können wir ja eigentlich noch eben schnell den Laden hier bestücken, oder? Ja, also... Kann ja auch so sagen, wir werden das Spiel hier nicht ewig spielen. Ne? Soweit ich Bock habe. Und dann machen wir wieder was anderes. Ja, wir haben gut was geschafft tatsächlich. Also ich habe zwar immer noch nicht mehr Geld als vorher, aber es fließt zumindest schon mal mehr Geld. In meine Tasche und direkt wieder raus. Aber es fließt. Das ist wichtig. So, pass auf, jetzt machen wir eine Sache machen wir noch. Muss ich nur eben gucken, wo ist unser Lager? Bin schon dran vorbeigefahren. Cool. Brauchen wir nämlich die teure Bekleidung. Drei Kartons. So, ich bleib jetzt einfach hier stehen. Ist mir egal. Hallo, was machst du? Was macht der denn da, der Vogel? Nicht, nein, da, nein, nein. Oh, Alter. Dreimal von der guten Bekleidung. Ich weiß noch nicht, wo der es hingelegt hat. Klassische teure. Hier. Eins, zwei, drei. Das Moderne. Damit die Regale aufgefüllt sind. Also steht da auch an der Seite. Ich bin auch doof. Es ist einfach vorbei. Er schießt mich. Er schießt mich. Dann habe ich es hinter mir. Richtig schlimm. Ja, okay. Die Nachrichten lasse ich mal ungelesen. Dann weiß ich heute Abend noch, was wir machen wollten. Jo. Zack. Rein verparkt.
Sacker holen. So, und jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo man immer sagt, so, das kannst du ja noch eben machen, das kannst du ja noch eben machen. Nicht putzen, du Lümmel. Wir haben doch hier Putzleute. So, 1, 2, 3. Ich hätte auch gleich alles mit dem König Depp, ne? Ja, alles gut. Jeder so, wie er kann, ne? So, wenn du nicht dabei bist, dann ist das so. Kann ich ja nicht ändern. Freue mich natürlich über jeden einzelnen Zuschauer. Aber am meisten freue ich mich über die Leute, die mich abonniert haben. Nein. Aber das Gute ist, wenn ich jetzt am Ende Werbung nochmal eben schalte, 3 Minuten. Weil ich habe ja quasi auch ein Endscreen. Da läuft dann meistens Musik. So, jetzt würde ich... Jetzt würde ich halt Werbung einmal schalten. Da du Abo hast, siehst du keine Werbung. Abonnenten sehen bei mir keine Werbung. Alle anderen schon. Interessanterweise, ich habe meinen Stream ja als nebenbei noch mitlaufen, quasi als Stream-Vorschau. Aber bin nicht angemeldet. Das ist, läuft auf dem Chromebook. Bin aber nicht angemeldet. Hatte aber da auch keine Werbung, komischerweise. Aber andere Leute hatten Werbung. Das ist komisch. Weiß nicht warum, aber ist halt so. So. Jetzt aber... Bleibt nochmal stehen jetzt. Parken. Dann pennen wir noch einmal, dass wir für den nächsten Morgen fit sind. 4000. Sehr gut. Okay, das Geschäft müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen ausbauen, klamottentechnisch. Dann fresse ich mir noch schnell einen rein. Mach noch einmal ein bisschen Spaß. Und stelle ich mich mal hier hin. Und für die Damen und Herren auf YouTube sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei... es ist spät. Oder früh. Es sind 14,5 Stunden. Bei Big Ambitions. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Und ich bin raus.